Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich hatte kürzlich mit einem Ernährungsmediziner geredet. Wir haben da plötzlich einen Würfel entdeckt, über einen Würfel gesprochen, der uns mit ganz vielen Nährstoffen versät, der uns so schnell auch Energie geben kann. Und ich habe daraus dann geschlossen, dass man mit diesem Würfel auch sehr gut abnehmen könnte, denn er hat genügend Kalorien, genügend Nährstoffe drin, um über den ganzen Tag hinweg sich zu ernähren. Und deshalb möchte ich mit ihm heute nochmals reden, wie denn das in der Praxis so abläuft. Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Frank Schulte, danke, dass du wieder da bist. Vielen Dank. Du, noch zu deiner Geschichte, du bist eigentlich gebürtiger Landwirt gewesen, genau. Dann Medizinstudium gemacht, ja. Arzt, Umwelt, nicht Umweltmedizin, sondern Ernährungsmedizin und Ganzheitsmedizin, das ist so dein Steckenpferd. Hast viele Patienten international schon behandelt und heute hast du dich wirklich auf Ernährung wieder fokussiert und spezialisiert. Weil ich sage auch immer, das war doch irgendein Großer, war das Aristoteles oder Paracelsus, der gesagt hat, mach Ernährung zu deiner Medizin? Hippokrates. Den gibt es auch noch. Gut. Ich finde es auch völlig richtig und ich kann nicht genügend Sendungen machen in unserem Format Naturmedizin, wo es um Ernährung geht. So, ein großes chronisches Problem in der Umwelt oder in unserer Bevölkerung ist ja das Übergewicht. Ja. Und wo wir über diese Würfel gesprochen haben und dann eigentlich auf Abnehmen gekommen sind, dachte ich mir, darüber müssen wir nochmals reden. Und da hast du sicherlich ein Konzept herausgearbeitet, wie das bei optimal funktioniert, ohne zum Jojo wiederzukommen. Ja, genau. Also das ist eine ganz interessante Geschichte, weil die Idee kam eigentlich nach meiner aktiven beruflichen Laufbahn, wo ich festgestellt habe, dass alle Krankheiten nicht mit im Darm beginnen, so wie F.X. Meyer gesagt hat, was richtig ist, ja, was ich auch bestätige mit meiner Erfahrung. Es beginnt beim Gewicht, also als Zivilisationsergebnis, nicht als Krankheit, Zivilisationsergebnis. Wir essen zu viel und bewegen uns zu wenig. Das ist eigentlich die Diskrepanz. Ich kenne das. Daraus, natürlich, die Zeiten sind heute so, wir sitzen hauptsächlich hinter dem Bildschirm, ja, bewegen uns kaum noch. Früher war das wesentlich ausgeglichener und so sind wir ja eigentlich auch anatomisch angelegt, dass wir uns mindestens täglich viel mehr bewegen müssten, als wir das in Wirklichkeit tun. Also es gibt so eine Zahl, die heißt, wir laufen heute 500 Meter maximal am Tag, maximal 500 Meter. Vor 100 Jahren waren das noch 15 Kilometer. Also daran sieht man schon mal, wie sich das verändert hat und wie die Bequemlichkeit unseres Daseins uns natürlich auch in einer Weise beeinflusst, die ungünstig ist. Ob das jetzt das Gewicht ist, ob das Arthrosen sind, ob das irgendwelche anderen Stoffwechselerkrankungen sind in der Folge, das ist völlig egal. Und meine Idee war, resultierend aus der biologischen Onkologie, hey, wir müssen wo ganz anders beginnen. Das war eigentlich die Uridee. Wir müssen etwas entwickeln, womit wir das Gewicht managen können und damit automatisch natürlich Regulationssysteme wieder zum Leben erwecken. Denn die funktionieren bei Übergewicht und bei einer Belastung mit Umweltstoffen, Giften, so möchte ich es mal nennen, die funktioniert nicht mehr richtig. Deshalb werden die Menschen auch krank. Und ich habe mal gesagt, ich habe das natürlich noch nicht bewiesen und sicher ist das auch sehr schwer zu beweisen, aber das ist natürlich in direkter Linie zu den Erfahrungen über die letzten Jahrtausende. 80% aller Krankheiten, die wir heute haben, lassen sich durch Gewichtsreduktion und eine vernünftige Ernährung zumindest in ihrer Heilung unterstützen, wenn nicht sogar ganz behandeln über diese Wege. Ernährung und Bewegung. Davon bin ich überzeugt. Das kenne ich von den Tieren, aus meiner landwirtschaftlichen Background. Das kenne ich auch durch Beobachtungen der Tiere in der Natur. Wenn ein Tier krank ist, dann isst es nichts mehr. Es säuft nur noch an bestimmten Quellen und kann daraus resultierend auch gesunden. Selbst bei Knochenbrüchen, die nicht versorgt werden, ist es möglich, dass die also durch Selbstheilung wieder heilen. Das richtig gehört. Die essen nicht mehr, trinken nur noch. Das heißt, sie gehen ins Fasten rein. Richtig. Fasten. Ich meine, es gibt so viele Fastenstudien, ja, ausgelöst von verschiedenen Leuten. Da ist der Professor an der Charité, komme nicht gerade auf seinen Namen, hat ein tolles Buch geschrieben, Ernährung als Medizin, also Nahrung als Medizin. Ich habe an einigen Kongressen teilgenommen als Referent, wo ich darüber lange und breit gesprochen habe. An Ernährungskongressen, wo ich das immer wieder neu darstelle. Es ist die Möglichkeit, wenn wir unsere Ernährung entsprechend verändern, dass wir Heilprozesse in Gang setzen.
setzen. Und das ist ja eigentlich auch die Botschaft, die ich nach 40 Jahren Medizin auch wirklich verbreiten möchte. Deshalb habe ich mich völlig von der aktiven ärztlichen Tätigkeit gelöst. Ich habe nur so 2-3 Patienten, die ich berate am Telefon, aber nicht mehr. Ich konzentriere mich darauf, die Botschaft zu verbreiten, dass ich davon überzeugt bin, die mit SwissCube, das ist unser Produkt, die Ernährungssituation aktuell zu revolutionieren, weil wir sie vereinfachen und vor allen Dingen wertvoller machen. Das ist so die Grundbotschaft und das war auch die Überlegung. Natürlich, abnehmen, das ist keine Kunst. Also das kann heute jeder mit irgendeinem Diätverfahren, was es am Markt gibt. Es gibt, glaube ich, Hunderte. Ich hatte mal eine Liste gehabt, die war eine DIN A4-Seite ganz eng geschrieben. Da waren die ganzen Verfahren, die es so gibt weltweit. Das ist keine Kunst, finde ich. Ja? Also man kann Null-Diät machen oder irgendwas anderes, völlig egal, es funktioniert. Das ist nicht die Kunst. Die Kunst ist letztendlich, sich aus der Komfortzone herauszubewegen, damit natürlich diese neuronalen Verschaltungen, neu zu überprüfen oder neu zu etablieren, um das dann über einen längeren Zeitraum zu trainieren. Damit es bleibt. Damit es nachhaltig ist. Das sind Autobahnen, die man neu bauen muss, genau. Von einer kleinen Feldgasse zur Autobahn. Und dann läuft die in Energie. Ja? Also Menschen, die merken, dass ihr Lebensweg bis dahin, ob das jetzt durch ein Fernsehprogramm oder durch die Hinweise eines Arztes oder vielleicht sogar der Ehemann sagt, Mensch, Frau, du hast aber ganz schön zugelegt. Ja, irgendwelche Störungen im Alltag sind. Aber es braucht dazu eine Entscheidung. Es braucht eine grundsätzliche Entscheidung, die, meine ich, auch immer wieder neu überprüft werden muss. Denn eine Entscheidung reicht meistens nicht. Die muss ich nochmal hinterfragen. Will ich das wirklich? Was bedeutet das für mich? Und ich habe dazu ein 3-Phasen-Programm entwickelt, wo es sehr transparent dargestellt ist, was das bedeutet. Das heißt, ich kann das vorher lesen und kann sagen, ja, will ich das, will ich das nicht? Ich vertraue dem, der das gemacht hat, der da sagt, es funktioniert. Und meine, der wird schon recht haben. Der hat sicher das schon länger öfters ausprobiert. Ja, also wir haben so 9000 Kunden und von den 9000 Kunden haben vielleicht, ich konstatiere mal, ein Drittel dieses Programm ausprobiert und wir haben wahnsinnig viele Feedbacks und Dankbarkeit von den Leuten übermittelt bekommen, weil sie sagen, ja, das ist leicht, das ist selbsterklärend und wir können es nachvollziehen und es funktioniert. So, das heißt, in der Phase 1, das ist eigentlich die Phase, in der ich also wirklich einen ganz strengen Abschied von alten Gewohnheiten mache, indem ich mich also ganz intensiv und ausschließlich mit diesem Nährstoffwürfel ernähre. Das heißt also pro Tag zwischen 8 und 10, je nach Produktvariante, nehme ich alle 90 Minuten zu mir. Zwischen den einzelnen Anwendungen oder Verzehrzeiten kann ich Wasser trinken. Da bitte ich natürlich auch, bitte gutes Wasser trinken, ja, nicht irgendein billiges Wasser und vielleicht manchmal auch nicht gerade aus dem Wasserhahn. Sollte schon ein energetisches Wasser sein. Und wenn jemand sagt, ich kann ohne Kaffee nicht, dann sage ich, ja, mein Gott, dann trink halt einen Espresso. Damit kannst du dir nur Gutes tun. Ja. Es überwiegt die Freude als der Schaden, den ich damit anrichten könnte. Und ich kriege nie eigentlich groß Hunger, weil ich alle 90 Minuten etwas habe. Ja? Genau. Das ist eigentlich der Gag. Und wir kriegen immer wieder Berichte, dass die Leute überhaupt keinen Leistungsabfall haben. Im Gegenteil, die Leistungsfähigkeit nimmt zu. Was mir natürlich sagt, dass sie durch die Ernährung mit ihren leeren Kalorien ihre Nährstoffdepots verbraucht haben. Ja? Das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung daraus. Wir haben auch Messungen gemacht mit Urin, ob welche Schwermetalle da nachzuweisen sind und haben festgestellt, dass nach so einer langen Kur die Leute auch auf eine gewisse Weise detoxen. Gerade beim Arsen hat es wunderbar funktioniert, haben viele Leute ihr Arsen losgeworden über den Weg. Ja? Weil wir müssen dem Körper viel mehr zutrauen, als wir das heute gerne möchten. Wir neigen heute dazu, zu sagen, wir sind viel, viel schlauer, weil wir haben ja geforscht wie verrückt, ja, und aufgrund dieser ganzen Forschungsergebnisse wissen wir jetzt viel mehr und wir müssen jetzt dem Körper was geben und unterstützen ihn, ja, damit er wirklich gescheit funktioniert. Das stimmt nicht. Wir haben eine Tradition, die ist mindestens 100.000 Jahre alt und in dieser Zeit hat sich eine Genetik und ein Wissen in unserem Körper etabliert, das selbsterklärend und selbstfunktionierend ist. Wir nennen das heute Selbstheilung oder Selbstregulation, egal wie. Fakt ist, wenn ich in dieser ersten Woche jeden Tag mich ausschließlich mit dem Cube ernähre, dann kann ich davon ausgehen, dass am
nach dem ersten Tag spätestens ich sehr viel Wasser lassen muss, am zweiten Tag schon mal mindestens 1,5 bis 2 Kilo verloren habe, was eigentlich mehr Wasser ist, und am dritten Tag gehe ich in die Fettverbrennung. Und dann wird es eigentlich erst richtig interessant, denn die Leute am dritten Tag haben einen derartigen Tiefschlaf, wie sie es häufig überhaupt nie hatten. Nach dem dritten Tag beginnt es dann auch, dass ich wesentlich leistungswilliger bin, auch körperlich, und die meisten beginnen sich zu bewegen. Wir haben dann so ein Bewegungsangebot etabliert und sagen, du kannst doch mal das und das und das machen, probier das mal aus, wie das ist. Und da muss ich ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan von Joggen mit einem Puls von 110 oder 120. Ja. Fangen wir mal klein an und sagen, okay, wir gehen mal so um die 90, 100 maximal, also im Regenerativbereich. Es ist ganz wichtig, dass wir auch unser Vegetativum in den regenerativen Bereich behalten. Da ist es nämlich am wirkungsvollsten. Wie das Wort schon sagt, Regeneration. Mhm. Und Regeneration findet nun mal statt im Bereich unterhalb der Sympathikotonie, also unterhalb der Erregung. Das findet so in der Regel am dritten Tag statt, vierten und fünften. Und die meisten haben am siebten Tag ein Ergebnis, wo sie sagen, ich fühle mich unglaublich, ich habe keinen Blähbauch mehr, ich kann die Schuhe wieder zubinden. Wenn sie auf die Waage schauen, haben sie meistens so zwischen 3 und 4 Kilo verloren, was ja, wie gesagt, keine Kunst ist. Mhm. Die Kunst ist, das hinüber zu transportieren und zu deklinieren in eine Ernährung, die also einer neuen Ernährung entspricht, die mindestens 3 Teile Gemüse und Obst enthält und 1 Teil allerhöchstens tierische Eiweiße. Das ist ja eigentlich das Ziel, dass ich also meine Ernährung und meine Bewegungsgewohnheiten verändere. Viele Leute sagen, hey, jetzt habe ich 3 Kilo abgenommen, jetzt will ich da nochmal 3 Kilo. Und die hängen dann sehr oft eine zweite Woche dran, von sich aus. Richtig so, dann haben sie irgendwie nach der zweiten Woche 5 bis 6 Kilo verloren. Und dann kommt die eigentliche Arbeit, die da heißt, ich möchte dieses also sozusagen festigen. Ich festige das, indem ich also beispielsweise in der Phase 2 3 Tage alternierend cube, mit dem Cube mich ernähre und dazwischen mit Frischkost. Wir haben also den Begriff Frischkost definiert mit den 13 Ernährungsempfehlungen, die resultieren aus den Studien der Blue Zones. Also Menschen, die sich so ernähren, dass sie sehr alt werden und dabei gesund bleiben. Da gibt es einige Gegenden. Ich erinnere nur an Okinawa, wo eine große ältere Menschengruppe lebt, die über 110 Jahre alt geworden sind. Das basiert darauf. Also man lernt auch, sich neu in der Ernährung zu orientieren und sich neu zu etablieren. Und man hat immer wieder die Möglichkeit, zurückzukehren, falls man mal einen Fehltritt hatte oder eine Geburtstagsfeier oder einen Firmenanlass. Ich sage, ach, ich war gestern zum Geburtstag, okay, dann lege ich heute einen Cube-Tag ein. Und sofort stellt sich der Stoffwechsel wieder um und diese Fettverbrennung kommt sofort wieder in Gang und gleicht dieses vielleicht übermäßige Aufnehmen von Kalorien oder irgendwelchen anderen Leckereien aus. Das ist das, was wir in dieser Zeit lernen. Wir lernen zu steuern, uns immer wieder auf einen Stand zu bringen, der für uns gesund ist und der vor allen Dingen uns einen Ausgleich bringt. Neben dieser Tatsache, dass also das Gewicht sich reguliert, beobachten wir eben auch durch Urinuntersuchungen, dass Schwermetalle plötzlich in der Konzentration weniger werden, dass entweder am Anfang ganz große Ausscheidungen stattfinden, dann geht es langsam zurück, bis hin, dass wir überhaupt gar keine Schwermetalle mehr nachweisen können im Urin, ohne dass wir irgendwelche Mobilisationsmethoden angewendet hätten. Der Körper ist schon eine perfekte Konstruktion. Also ich meine, das war ja auch immer so man muss ihm einfach die Chance geben, ja, zu entgiften, genau, oder? Ja. Wir sind nicht die Krönung der Schöpfung. Und ich bin sicher, dass das bei Tieren genauso funktioniert. Wir sehen das ja auch manchmal, wenn Tiere obduziert werden, welchen Belastungen die ausgesetzt waren und dass sie das immer noch kompensiert haben. Wir sollten immer wieder neu im Ansatz zurückgehen auf das, was uns die Schöpfung oder die Evolution vererbt hat und dem stärker vertrauen. Das ist auch in meinen Coaching-Gesprächen, wenn ich Leute oder Firmen berate, dann sage ich, hey, schaut mal hin, was ihr habt, nicht was ihr nicht habt. Und darauf aufbauen könnt ihr etwas entwickeln.
Und das ist doch eigentlich das Fantastische und das Begeisternde, dass ich etwas entwickeln kann. Und genauso ist es mit diesem Phasenprogramm. Ich habe also in der Phase 2 einen Status erreicht, wo ich meinetwegen, ich sage jetzt mal, 5 Kilo Gewicht verloren habe. Wobei, das steht bei den meisten Leuten gar nicht im Vordergrund. Die berichten uns eher darüber, dass sie sich unheimlich wohlfühlen, dass sie sich entgiftet fühlen, dass sie glatte Haut bekommen haben, dass sie nicht mehr so erregbar sind, dass Stress ihnen am selbigen vorbeigeht. Und die Schnürsenkel binden, kein Problem. Kein Problem, ja. Und die Socken auch anziehen. Genau, Treppensteigen überhaupt kein Thema, da schnaufen sie auch nicht mehr. Also das sind Effekte, die sie vorher im Laufe ihres Lebens verloren hatten und für die sie jetzt unheimlich dankbar sind. Die Phase dauert etwa, also großzügig gerechnet, also 1 Monat oder 6 Wochen. Dann hätten wir also 2 Monate durch, ja, mit 1 oder 2 Wochen Intensivkur am Anfang in der Phase 1. Ende der Phase 2 wären es dann ungefähr 6 Wochen oder 6 oder 8 Wochen. Dann trete ich die Phase 3 ein. Die Phase 3 heißt Nachhaltigkeit. Das ist die Phase der Nachhaltigkeit, weil ich möchte es ja auch nachhaltig gestalten. Und möchte es nicht mehr verlassen. Die meisten unserer Anwender möchten das. Die gehen nicht wieder zurück zu alten Gewohnheiten, sondern die sagen, hey, ich habe was Neues gefunden. Das hält mich locker und leicht. Ich bin gut drauf. Mir geht's gut. Und jeder sieht es mir an und ich bin einfach ein anderer Mensch geworden. Mhm. Das ist so ungefähr das Ergebnis. Und wenn das sollte ich dann mindestens 2 Monate bis 3 Monate durchziehen, da kann es sein, dass ich einmal die Woche oder zweimal die Woche cube, um immer wieder auszutesten, funktioniert es noch? Ja? Und die meisten sagen, hey, das funktioniert immer noch. Egal, was ich esse, das funktioniert. Ich cube einen Tag und am nächsten Tag ist alles wieder gut. Ich merke wieder, es ist kein Blähbauch mehr da, mein Stuhlgang funktioniert hervorragend, ich brauche kein Toilettenpapier. Ganz wichtiges Zeichen. Sieht man, Herr. Für viele, die sagen, hey, ich brauche gar kein Toilettenpapier mehr. Hm. Ich muss gar keine Hamsterkäufe mehr machen. Hm. Ja, und so vieles andere mehr. Sie sind sportlich viel leistungslustiger. Es geht nicht um die Fähigkeit, es geht um die Lustigkeit. Es geht darum zu sehen, was man alles hat im Leben. Welche unglaublichen Möglichkeiten unser Leben bietet. Und das ist etwas, was dabei parallel entsteht. Also das ist ganz erstaunlich. Viele haben ihre Lebensverhältnisse verändert, beginnen unter Umständen auch neue berufliche Laufbahnen. Also da passiert ein richtiger Change-Prozess, wie wir heute sagen. Ein Veränderungsprozess tritt ein. Und ich kann sagen, es war also gut und richtig, dass wir das gemacht haben. Initial natürlich ich alleine. Und alle, die jetzt mitgeholfen haben, ob das meine Familie ist, die im Unternehmen arbeitet, ob das die vielen Mitarbeiter, die extern dazu beitragen, ob das die Produktion ist, die auch extern ist. Und überall sind wirklich enthusiastische Leute dabei. Inklusive Kinder. Ja. Inklusive Kinder, die mit viel, viel Enthusiasmus, mit viel Passion das betreiben. Und wir haben wirklich also einen ganz hervorragenden Erfolg und sehr gute Rückmeldungen. Da gehen wir nochmals kurz auf dieses Bild ein. Ich möchte es nochmals einblenden, zusammenfassen. Also Stufe 1 ist mal wirklich eine Woche durchzuziehen. Intensiv tuben, ja. Mit 8 bis 12 solchen Riegeln, ja. Alle 90 Minuten. Alle 90 Minuten. Dann ist man immer gut ernährt. Der Erfolg ist sofort da natürlich. Nach einer Woche ist das Gewicht dann reduziert. Und man merkt natürlich durch die Basenzufuhr und die Mineralienzufuhr, die man kriegt über diesen Riegel, dass man richtig fitter wird. Dann wird man es reduzieren auf 2-mal in der Woche. 2 bis 3-mal pro Woche. Das ist, sind verschiedene Möglichkeiten angeboten. Man kann dazu ein Tagebuch runterladen, wo das also dargestellt ist. Ja. Ja, das ist das sogenannte Intervallcuben. Mhm. Und die anderen Tage praktiziert man eine andere Ernährung, die heißt Frischkost. Frischkost heißt 3 Teile Pflanzenanteil und 1 Teil unter Umständen, wenn es denn sein muss, tierische Eiweiß. Dagegen gibt es nichts zu sagen, kein Problem. Also eigentlich jeder, der zu Hause irgendwo als auch ein gebrechliches Leiden hätte, sei es Rheuma, sei es irgendwie in der Bereich einer Tumorerkrankung ist oder er hat einfach nur MS oder weiß Gott was, irgendein Liquigat, ist eigentlich jeder hinter für diese Geschichte eigentlich geeignet, oder? Es ist der Anfang, selbst in Aktion zu treten, um dem Körper was Gutes zu tun. Es ist die Verantwortungsübernahme nicht nur für Leute, die Leiden haben, sondern auch Leute, die keine Leiden haben und vielleicht anstrengend arbeiten müssen.
dass sie ihr Leben und die Chancen, die sie haben, selbst in die Hand nehmen. Mhm. Und es nicht mehr delegieren an Ärzte, Therapeuten und so weiter. Hört mich bitte nicht sagen, dass man da nicht mehr hingehen soll. Das ist nicht die Frage. Aber es ist die eigene Verantwortungsübernahme, das Gefühl, ich hab's in der Hand, wie es mir geht. Das ist eine völlig neue Dimension, die man da erlebt. Ja. Was ich weiß, aber der Weg wäre auch richtig für alle diese Absolut. Leute. Gut. Weil das ist schon wichtig, einen einfachen Ansatz zu haben. Mhm. Was ich persönlich auch immer wieder merke, man kommt abends nach Hause, man isst und irgendwann, wenn man will, sich irgendwie auch vom Tag her ein bisschen belohnen. Ja. Und ich habe diesen Riegel auch versucht und das ist tatsächlich eine Belohnung, ihn zu essen, weil er schmeckt auch leicht süßlich, finde ich. Ja. Ja. Total lecker. Und ich habe dann mir von dir noch eine Liste geben lassen, die ich auch noch zeigen möchte. Hier, man sieht eigentlich, was da alles drin ist. Was das für Vitaminbomben sind und Mineralbomben, inklusive Omega-3, da ist einfach wirklich alles drin. Das heißt, ich komme nicht in einen Mangel herein, auch wenn ich jetzt abnehmen will mit diesem Konzept. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund für den Jojo-Effekt, ist eben auch der Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen, ne? Weil ich dann natürlich einfach nur gar nichts esse oder ganz wenig, ja, dann bekomme ich auch nicht mehr viel. Möglicherweise, wir wissen es nicht genau. Aber klar ist, was wir registrieren, was wir auch immer wieder Berichte bekommen, die Leute sind eher leistungsfähiger als vorher, was ja nicht typisch ist, außer bei Fastenkuren nach 4-5 Tagen, Fastenkuren, ja. Wer das mag, unbedingt machen. Ich finde Fasten ganz toll, wenn das andere machen. Also ich würde es jetzt lieber mit einem Cube machen. Naja, ich auch. Ich bin auch nicht so ein Fasten-Fan, weil ich einfach ein bisschen schwach bin. Ja, ja. Ich denke, extrem wertvoll ist es. Das ist gar keine Frage. Ja, und die Effekte, die sind alle wissenschaftlich registriert und ähnliche Effekte haben wir mit dieser Methode auch. Was ich immer wieder höre, ist, wenn ich ja esse, kann ich nicht abnehmen. Und ein anderer Experte hat mir mal gesagt, falsch, du musst essen, dein Körper muss verbrennen können, sonst kann er ja gar nicht abnehmen. Also man muss essen, um abzunehmen. Und hier haben wir eigentlich effektiv die richtige Form von genügend Kalorien, genügend Fette, genügend Mineralien, genügend Basen, damit der Körper, dieser Motor überhaupt richtig laufen kann. Oder? Ja, das ist so, ja. Also die Stoffwechselleistung scheint sehr hoch zu sein, denn wir sehen es ja an der Fettverbrennung, wie sich das Gewicht reduziert. Mhm. Und ich meine, das ist ja nicht nur Wasser. Ja? Also klar, die ersten 2 Tage geht schon Wasser weg, aber danach natürlich Fett. Mhm. Das ist gar keine Frage. Und in der Woche 2, wenn jemand intensiv weitercubt, gibt es eine Fettverbrennung, da ist ein Stoffwechsel wirklich also in Höchstleistung. Wir hatten einen Fall von einem Mann, der ist auch begleitet worden, der hat innerhalb von einem halben Jahr, ich überlege gerade die Zahlen ganz genau, von 150 Kilo, der hat im Flugzeug immer 2 Sitze gebraucht, ist er zurückgegangen auf 90 Kilo. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Konsequent ausschließlich sich mit dem Produkt ernährt. Konsequent. Natürlich mit Rückschlägen, natürlich mit Durchhängern, natürlich mit Begleitung, natürlich mit, wie soll ich sagen, motivierender Begleitung, aber ohne Sport. Mhm. Der hat keinen Sport gemacht, hat abgelehnt. Mhm. Ja, ich kenne so Fälle auch. Ist jetzt schon lange, lange her und ich weiß, habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Ja. Ich weiß nicht, ob er es gehalten hat, aber wir kennen viele andere Fälle, wo es nicht so beeindruckend in der Menge war, aber die haben auch ihr Gewicht halten können und haben ein neues Lebensgefühl entwickelt. Was für mich wichtig ist, ist nicht, ob sie rückfällig geworden sind oder nicht. Für mich ist viel wichtiger, dass sie die Erfahrung gemacht haben. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass sie die Möglichkeit haben, es selbst in die Hand zu nehmen, ihren Körper zu entgiften und zu entschlacken. Mhm. Natürlich automatisch auch zu entgiften und womöglich auch noch den Säure-Basen-Haushalt auszugleichen. Und als vierte Variante würde ich sogar sagen, auch das hat sich in Studien von der Meyer-Stiftung bestätigt, dass ein Säure-Basen-Ausgleich mit einer Kalorienreduktion letztendlich zum Erhalt der Telomere, die ja lebensbegrenzend sind oder lebens
zeitdefinierend sind, dass diese erhalten bleiben und weniger schnell verbraucht werden. Da gibt es eine Arbeit, die hat die FX-Meyer-Stiftung gemacht und die ist sehr interessant. Und ich würde mich dem voll und ganz anschließen. Denn wenn wir in allen Bereichen in einem Ausgleich sind, dann verbrauchen wir wesentlich weniger Telomere und unsere Lebenszeit bleibt erhalten. Es geht nicht darum, dass sie sich verlängert, sondern sie bleibt, dass man in einer bestimmten Zeit einfach länger lebt. Mhm. Ja. Lieber Frank, ich werde diese drei Phasen mal machen. Das freut mich. Vielleicht in einem Wettbewerb mit meiner Tochter zusammen. Ja, ich werde das noch mit dir absprechen und dann werden wir mal schauen. Ich werde das auch dokumentieren. Ja, gerne, ich mache das mit Freude, weil ich habe das auch probiert und ich muss sagen, das schmeckt sensationell gut. Mhm. Und ich war wirklich sofort im Kopf oben fit und auch wirklich überhaupt nicht hungrig. Ja. Bei der Gelegenheit muss ich jetzt, glaub ich, gleich mal einessen. Guten Appetit. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch was, wo gibt es denn eigentlich eine Plattform, wenn ich noch weitere Informationen dazu haben möchte? Informationen und bestellen gerne über www.swiss-cube.com. Okay. Dort bekommen Sie alles. Aber das hat auch ganz viele Informationen ganz, ganz viele. Über auch die Inhaltsstoffe. Ja. Da kann ich alles nochmals in Ruhe nachlesen. Alles transparent dargestellt. Gut, weil so eine Sendung geht immer schnell vorbei. Ja, das ist mir immer wichtig, dass die Leute nachlesen dürfen. Ja. Danke, herzlich Frank. Gerne. Und Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.